Moin Moin und willkommen zurück zu Life is Feudal. Ja, euer Warlord begrüßt euch. Wie immer mit Yuyuka vom Tal. Nabend. Salentin Aquis. Mein Mann in aller Ruhe. Und Rahman Rahmador. Und guten Abend. Und da bringt uns schon jemand Feuer, weil es ist mal wieder duster. Ja, mal wieder eine Nachtaufnahme. Ja, Plan für heute? Fundamente fertig machen. Erstmal die Rüstung ausziehen. Ja, für mich wird's der obligatorische einmal alles checken Gang. Ja, wir haben nämlich wieder neue Flachsfasern. Und dementsprechend auch wieder neues Leder. Da werde ich mich gleich nochmal kurz um die Tiere kümmern und dann beginnt das wirklich große Projekt, was ich dann vorhabe. Ich will 4 Laternen bauen. Die erste habe ich ja schon gesetzt, wie ihr gesehen habt in der vorletzten Folge. Und ja, ich habe ausgerechnet, dass ich dafür 60 Eisenbarren brauche. Und wir haben leider nicht mehr so viel auf Lager. Mit anderen Worten, es geht in die Mine. Bräuchtest du da deine Hilfe bei? Wenn du Lust hast, immer, aber zwangsläufig ist es nicht. Komm ich da erstmal mit. Hast sonst keinen Plan? Kein Bock mehr zu buddeln? Nee, jetzt erstmal, ne. Reicht, ne? Minen ist besser als buddeln? Ja. Genauso stupide. Aber was anderes. Anderes stupides, ah ja. Ja, aber erstmal muss ich Wasser sammeln. Damit ich meinen Flachs-Tätigkeiten hier nachgehen kann. Wo hattest du das andere Dung hingelegt? Welches andere Dung? Was du beim Rillerschall rausgeholt hast oder wo das war? Das habe ich noch in der Tasche. Möchtest du die 10 Dung haben? Irgendwie gerne. Darf ich die Scheiße haben? Tja. Das ist Kräuterfutter. Kräuterfutter. Das klingt in Richtung, wer hat's erfunden? Ihr Schweizer! Wer genau? Von Rekola! Von Rinderpups. Oh, Seitebacher Müsli. Von Seitebacher? Von Malibu Stacy. Ich geh dann schon mal Kloppe rein, ne? Ja, klopp du mal. Ich klopp gleich mit. Wie wunderbar langsam die Stamina runtergeht, wenn man keine komplette Rüstung trägt. Wieso trägst du keine komplette Rüstung? Weil sonst die Stamina zu schnell runtergeht. Ja, aber du weißt schon, dass du ein Jahr lang eine Rüstung tragen musst, damit du Rüstungsgewöhnung 1 lernen kannst, ne? Ernsthaft? Ja. Dann zieh ich mir gleich wieder meine Rüstung an. Aber da brauche ich immer so lange zum Laufen. Manu. Tja, aber DSA ist das so. So gesund bin ich bei dir, so. Ja. Tja. So, die Fasern verarbeite ich erstmal nicht weiter. Ich spare, bis ich noch eine Fuhre Fasern habe. Haben wir irgendwo eigentlich eine Angel? Primitive, ja, aber wir können noch eine bessere bauen. Die haben wir noch nicht gemacht. Wo ist die Primitive? In irgendeiner Kiste bei mir. Zum Beispiel ist. Ich wollte gerade sagen, im Zweifelsfall hängt die noch irgendwo am Baum. Eine Angel ist ein Stock und ein paar Pflanzenfasern. Fertig. Ansonsten, wenn du. Achso, das habe ich eh dabei, von daher. Wenn du Richtung Yuyuka mal lieb bitte, bitte sagst, kriegst du sicherlich auch eine bessere Angel. Mit der du dann sicher eher was fängst. Nein, kriegt er nicht, weil dafür brauchen wir Seil. Dafür braucht man Seil? Für die bessere Angel brauchst du 2 Seil. Ist doch noch da. Nein.
Du hast schon wieder 4 Seil verbraucht? Laternen. Oh. Laternen. Ach komm schon. 4 Laternen, 4 Seile. Das Zeug geht uns weg wie nichts Gutes, ne? Außerdem haben wir ja noch Fische, was warum angeln? Wollte den Jagenskill etwas hochbringen. Ach so, ja gut, kannst du machen. Kannst natürlich, was du natürlich auch machen kannst, ist Spuren suchen. Erhöht auch den Jagenskill und wenn du zufällig so ganz nebenbei ein paar Schafe findest, kannst du mir Bescheid sagen, dann sammle ich die ein. Damit du deinen Scheißvieh Teil 3 machst? Ja, nee, Teil 4 wäre das ja. So, Tierrunde erledigt. Auf dem Weg zur Mine gibt's dann nochmal den Blick in die Honigtöppe. Also eine Tierspur wird mir hier sogar angezeigt. Was ist das für eine Spur? Die Spuren unterscheiden sich, ob das Huftier oder sowas ist. Kennst du ja dieses Power-on-off-Zeichen, ne? Ja. Stell dir das mal vor und dann unten links und rechts hast du jeweils so ein ganz kleines Dreieck. Wo würde ich das beschreiben? Na, ich guck mal eben da. Weiß nicht, ob du dann die gleiche Spur siehst. Ja, das könnte ein Huftier sein, ne? Fock da einfach mal. Guck mal, wenn du da ein Schaf findest, sag Bescheid. Mäh. Jahre später. Oh, ist tatsächlich wieder Honig drin, juhu. So, ich brauche 100 Baumstämme. Ja, wir brauchen auch nochmal 200 für unten. So, die Steine gebe ich übrigens jetzt frei, die noch übrig sind. Schön. Dann kannst du ja schon mal pflastern. Ja. Wir haben noch genug Wege, die noch gepflastert werden müssten. Ich habe keine Peilung und davon sehr viel. Da haben wir doch selbst drüber gesprochen in der Sonderfolge. So, Eisenerz abbauen. Natürlich braucht man dafür eine Spitzhacke. Ich habe sie mitgenommen. Ja. Ich habe mich ja mal auf eine Folge vorbereitet, sonst hätte ich jetzt nämlich ohne Spitzhacke da gestanden. Das heißt, heute bin ich mal nicht ganz so planlos wie sonst. Die Tiere können scheinbar von der Spur her immer noch durch Bäume gehen. Ja, ja, die können auch durch Häuser gehen. Und wenn du sie jagst, können sie auch durch Palisaden rennen. Hm? Das geht immer noch? Nein, die Kollisionsabfrage sollte jetzt gefixt sein. Dass man nicht mehr von einem Wolf überrascht wird, der jetzt plötzlich im Erdgeschoss steht. Oh, da war auf einmal ein Tier, eine Bache war es. Oh, wo die in der Gegend ist, ist auch ein Keiler in der Nähe. Aber die suchen wir nicht. Wir suchen Hammel oder sowas. Jo, bei mir sieht man mal wieder totale Verplanung. Wie kommt's? Ich bin gerade am Überlegen, was ich alles brauche. Ich muss jetzt kurz Lehm holen gehen. Da ich jetzt die 100 € frage, nehme ich da den Karren für mit und pack den ganzen Karren voll Lehm. Weil wir werden jetzt in naher Zukunft ja ein bisschen mehr Lehm brauchen, wenn wir mit den Fachwerkhäusern anfangen. Wie viel Lehm brauchst du denn? 300. Dann nimm dir den Karren. Oh, das schöne Stück ist vorbei. Aber das Problem ist, wenn ich mit dem Karren da hochrenne, bin ich Asbach lang unterwegs. Und ja, entweder einmal lange unterwegs oder mindestens dreimal kürzer. Aber immer noch lange. Aber dir ist klar, dass wir das auch wieder abstützen müssen, ne? Wir? Ja. Im Lagerhaus liegen noch ein paar Bretter. Ich weiß nicht wie viele, aber da liegen noch ein paar. Sonst wissen wir ja, wo noch ein bisschen billiges Holz gesägt ist, um ein paar rauszuhauen. Ja. Das Holz könnt ihr gerne für diese Arbeiten verwenden.
Das klingt so, als wenn wir eine Genehmigung dafür brauchen. Die hält auch. Aber ich glaube, die meisten Abstützungen in dieser Mine habe ich gemacht. Die sind inzwischen schon fast alle wieder zerstört worden durch mich. Eine Vogelspur interessiert niemanden, ne? Nee. Was für Spuren? Vogelspur. Vogelspur. Na, da sitzt am Ende teilweise auch mal ein Hase, also. Ne, die haben eigentlich eigene Spuren jetzt. Ach, ich hatte das schon öfter. Wir sind jetzt hier und müssen dahin mit dem Karren und dann auch wieder zurück, wenn er voll beladen ist. Das wird ein Spaß. Lad dir den nicht zu voll, ne? Wenn du überladen den Karren ziehst, dann brauchst du ewig. Ja, wenn du selber überladen bist und der Karren dann auch noch voll, dann hast du echt gewonnen, ne? Ich selbst hau mir nichts mehr ins Inventar. Auch wenn der Karren komplett voll ist, brauchst du ja auch schon länger. Mhm. Oh, der Wagen ist voll. Oh. Ja, dann hau ich mein Inventar noch eben voll. Zumindest 200 sollte ich noch mitkriegen. Ist das angenehm, dass man über das Mine Iron Ore keinen Stein mehr mit rauskriegt? Doch, ich habe noch Steine bekommen. Ich nicht einen einzigen. Das hängt vom Vorkommen des Eisenerzes ab. Wenn das ein reines Eisenerzvorkommen ist, kriegst du keine Steine raus. Wenn's wir bauen exakt ist. Im selben ab. Bitte? Ich habe 16 Steine insgesamt rausbekommen. Ich nicht einen einzigen. Ich glaube aber, dein Skill im Mining ist auch höher. Wollte ich sowieso mal gucken. Ob das da irgendwo drin steht. Und hier, was wir dann auch machen sollten, ist nicht nur die Randabstützung, sondern diese richtigen Pfeiler da rein, wie ich an der einen Stelle gemacht habe. Hm. Brauchst, glaube ich, 2 Balken für. Auf 90 hat man beim Mining die Chance, ein seltenes Material zu finden. Und zwar mit 1%. Auf 100 kriegt man das Ganze dann mit 1,1%. Wow. Krass, ne? Aha, ist euch eigentlich aufgefallen? Die Drachenaugen in der Dunkelheit leuchten hier. Dass wir bis jetzt noch keinen Glücksbringer gefunden haben in 100 Folgen. Doch, ich habe einen. Echt? Ja, habe ich, glaube ich, in Folge 60 oder so gefunden. Wir terraformen aber auch komplett unterschiedliche Gegenden im Vergleich zu unserem anderen privaten Server. Mhm. Da habe ich mich ja in den Berg komplett reingegraben und dabei allein 3 Stück gefunden. Ich glaube, das hängt damit auch schon ein bisschen zusammen. Wir flatten ja einfach nur große Flächen und graben nicht sonderlich tief. Naja, meine Plantage war schon Arbeit genug. Ja. Ich habe bei mir auch sicher 3 Meter Unterschied zwischendurch mal gehabt, aber halt nicht in so riesigen Massen. Auf einem anderen Server habe ich ja teilweise Flächen von 10x10 mit 3 Meter Unterschied gegraben. Aber mal so nebenbei, ne? Hat jemand einen Timer gestartet? Nein. Nö? Soll ich mal gucken, wie lange wir schon aufnehmen? Warte, ganz stopp. Ganz grob sind das 17 Minuten. Joa. Der Yuka könnte es uns genau sagen. Wenn du dir sicher bist, dass deine Aufnahme nicht abschmiert, wenn du tappst. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie nicht abschmiert. Relativ ist immer so gut. Ja, relativ. Das ist so wie eigentlich. Ich bin ein großer Freund der Relativitätstheorie. Die damit überhaupt nichts zu tun hat, aber egal. Und ich wette, das ist. Wie viel Kohle brauchen wir im Ofen? Bitte? Wie viel Kohle wir im Ofen brauchen. Wie viel Erz packst du rein? Insgesamt 400. Wie 60. Viel ist da noch Platz? 340 zu 60. 60 ist viel zu viel Kohle. Ich weiß. Dabei hältst du dann 50 über. Mhm. Naja. 20 Kohle rein oder was? 20 bis 30 ungefähr. Dann machen wir 30, komm. Dann bist du auf der sicheren Seite.
370 ist scheiße. 360. Ich muss ja was haben, was durch vier teilbar ist. Oder 360. Das, ne? Ich mach mal die Kleinen auch an, wir brauchen ja genug. Ja. Herr Saltin, du als unser Schmiedemeister, was sagen die Kohlevorräte? Zu wenig. Wie bereits schon ungefähr dreimal erwähnt, ich habe erst wieder 60 hergestellt, muss aber noch weitermachen. Soll ich dir gleich helfen? Wir haben ja genug Einholz. Ja, weil wir brauchen auch noch, wie heißt das? Glas. Da will ich gleich auch noch was mitbringen. Was, Glas? Sand. Weil ich brauche auch noch drei Fenster pro Haus. Ja, ich brauche, ich glaube 12 Glas. Wer kloppt denn hier die ganzen Steine immer ins Lagerhaus? Was soll denn das? Das war ich in diesem Fall. Warum? Was sollen da Steine drin? Die Steine sind da drin, damit ich den Rest hinten bei den Häusern fertig machen kann. Aber ich brauche jetzt erstmal Lehm. Auch Sand haben wir noch im Lagerhaus übrigens. Hat ja auch jemand reingeballert. Ich nicht. Ich habe den Rest vorhin weggeschüttet, den ich noch hatte. Das waren noch um die 200. Ja, 30. Und was haben die ganzen Alchemie-Sachen da drin zu suchen? Das ist mein Fehler. Die hole ich gleich wieder raus. Aber siehst du mal so, Herr Barock, dieses Lagerhaus ist nun mal eine Rumpelkammer. Soll sie aber ja, nicht sein. Das ist scheiße. Sowas regt mich auf. Das ist wie mit den ungesteckten Materialien. Ja, eben, die bin ich nämlich gerade am Stecken hier, weil hier alles ungesteckt ist. Man selbst kann es für sich vielleicht sortieren, so wie man es mag, aber für die anderen ist es dann immer noch unordentlich. So, also du bist jetzt da das Schmelzen am Vorbereiten, ne? Jo. Gut. Ich habe nämlich noch ein paar Formsteine gemacht hier. Du hast die Esse gar nicht angemacht. Nee, weil ich dachte, ich wollte noch Kohle nachschmeißen, aber ich hatte keine. Ach so. Den schmeiß ich die mal an. Die Kiste war ja wieder leer. Beim Gießen könnte ich aber eventuell dann wieder Hilfe brauchen, ne? Ja, ich brauche nur ein Gießertool. Ja, kann ich den gleich eben einmal machen. Brauchen wir sowieso immer noch mal wieder welche. Weil das kostet uns dann sonst zu viel Kohle, wenn die alle fast gleichzeitig fertig werden. Ja, ich gehe in der Zeit dann noch mal ein paar Holzscheite sägen. Sie. Ich komme jetzt mit einem beladenen Handkarren wieder zurück. Mit Sand und Lehm. So, irgendwo war hier doch so ein Holzturm. Da ist er. Okay, ich habe gerade gesehen, ich kann nicht gucken, wie lange die Aufnahme schon ist. Warum? Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht, wo ich das nachgucke. Unten rechts in der Ecke? Meiner Schätzung sind wir so bei 20 Minuten. Fast 18:53. Siehste? Dann haben wir ja noch. Oh. Dann säge ich hier nochmal einen ganzen Gang Holzscheite ab. Und ein Schmelzertool noch herstellen. Das ist immer so interessant. Transport von A nach B. Schippen von A nach B. Dort wieder aufschütten von A nach B. Tja, aber daraus besteht das Spiel, ne? Auf jeden Fall. Und das Problem ist, wir haben echt nicht so interessante Themen, über die wir reden können. Kannst du dir mal welche ausdenken? Wir reden ja auch sonst genug Blödsinn. Genau. Filmkritiken. Das kommt immer gut. Hatten wir schon.
Kommt trotzdem immer gut. Aber nicht 10-mal hintereinander. Spiele, Kitty! Mir dann noch kommen. Was das haltet eine ihr? Eine endlose, schlimme Diskussion aus, weil wir alle unterschiedliche Spiele mögen. Richtig. Richtig, weil Strategiespiele einfach die besten sind. Genau. Nein, sind sie nicht, sie sind einfach nur scheiße und langweilig. Aufbauspiele sind auch nicht schlecht. Kommt drauf an. Tropico. Ziff. Ziff, stimme ich euch zu, ist gut. Tropico nie gespielt, Let's Plays geguckt, mochte ich aber nicht. Also dein Tool habe ich hier. Ich pack's mal in die Auftragskiste. Ego-Shooter. Sag mal, willst du das jetzt alles auf die letzten zwei Minuten in absolutem Kurztempo durchgehen oder möchtest du das eventuell als Thema für die nächste Folge behalten? Nächste Folge. Wunderbar. Ich weiß auch schon, über welches Spiel. Weil das haben wir nämlich alle. Das haben wir alle gespielt. Wo auf der Karte ist nochmal das Dorf? Auf dem Südzipfel. Wo bist du denn hingelaufen? Bin ich wohl noch zu weit nördlich. Wo bist du? Komm schon. Ja, aber wo bist du? Am Rande der kleinen Bucht unten. Linker Rand, rechter Rand? Schon der richtige, also Der richtige. Links oder rechts? Der westliche Rand. Ah, da hinten sehe ich Rauch. Gut. Weißer Rauch in der Nacht. Hey, ein neuer Papst ist gewählt. Cool. Orbi at Orbi. Olbi at Olbi. Orbi at Orbi. Ja, und das war, glaube ich, der osterliche Gruß. Orbi at Orbi. Nee, nicht Orbi at Orbi. Ubi. We will all be. Olbi. Nicht? Nein, Ubi at Orbi. Richtig. Man muss so einen Laden aufmachen, den man Olbi nennt. We all be at Olbi. Nicht? Gut. Nicht, nein. Du meinst eher alles bei Obi, aber das war was anderes. Außer Tiernahrung. Nee, das war Praktika, ne? Das war Praktika. Verdammt. Aber je nach Zuschaueralter ist das vielleicht nicht mehr bekannt. 20% auf alles außer Tiernahrung. Nein, jetzt habe ich dich erst ausgemacht. Außer Chuck Norris, der hat auch 20% auf Tiernahrung bekommen. Ja, aber Chuck Norris kann auch eine Drehtür zuknallen. Ja, klar. Chuck Norris zählt auch bis zur Unendlichkeit und das dreimal. Chuck Norris hat auch alle Pokémon gefangen. Gleich haben wir. Und zwar über Festnetzleitung, ne? Chuck Norris hat auch noch nie Steuern bezahlt. Er hat immer nur ein Foto hingeschickt. Ja, er ist auch schon lange tot, ne? Der Tod hat sich nur noch nicht getraut, ihm das zu sagen. Ja. Boah, sind das alte, schlechte Witze, ne? Wie wäre das? Wenn Chuck Norris ins Wasser springt, wird nicht Chuck Norris nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris. Genau so ist es. Sag mal! Stell mir das nicht direkt vor die Nase, ich muss da auch noch ran. Kannst du doch. Falls für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Leute gibt, die den nicht kennen, das ist der Mann, der eine Kettensäge mit der Hand stoppt. Yuyuka? Ja? Stell den bitte woanders hin. Der hat hier überhaupt nichts zu suchen. Das ist nicht meiner. Du hast den doch gerade geschleppt, oder? Nein, gezogen. Ja, dann schlepp ihn woanders hin. Und stell ihn jetzt nicht wieder so hin, dass ich dran... Du kannst locker an den Rennen. Hier steht auch noch ein anderer Karren. Wir müssen hier langlaufen. Schlepp ihn bitte woanders hin. Der hat hier nichts zu suchen. So zwischendrin kurz gesagt, die gefangenen Fische sind in der Lebensmitteltruhe. Wunderbar. Wie viel hast du denn gefangen? Wie waren das jetzt gar nicht? Ich glaube so 8 insgesamt. Wollen wir die Folge dann langsam abschließen? Ich muss nochmal überall in die Öfen gucken, dann wäre ich durch. Dann zum Abmoderationsplatz. See. Komm, Robin, zum Abmoderationsplatz. Ah, diese guten alten Batman-Filme. War aber nicht die Batman-Melodie.
Genau. Batman! Peter an der Wäscheleine ist nicht wirklich Peter, er ist Spider-Man! Ha, Family Guy. Aber Batman, kein Polizist der Welt würde es wagen, dem Batmobil einen Strafzettel zu geben. Warte mal, die nordkoreanischen Polizisten. Das ist kein Strafzettel, das ist ewige Folterhaft. Nicht sofort. Sie haben falsch geparkt, 10 Jahre Arbeitslager. Komm vom Tisch runter. Oder tanz wenigstens. Och. Du hast zu viel an. Hose aus. Schon wieder? Nee, lass mal. Dafür fehlt aber dann die Magierin, oder? Wollen wir dann abmoderieren? Oder? Ja, bitte. Hängt die Angel auch nicht zu sehr nach vorne? Das ist keine Angel. Das ist die WLAN-Antenne. So, also, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen, Kommentar oder ein Abo da. Wenn ihr bei mir schaut, schaut mal bei den anderen. Wenn ihr bei den anderen schaut, guckt auch bei mir mal rein. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.